Unternehmensberater, aufgepasst. Wenn ihr bisher nicht genau wusstet, was ihr in der Unternehmensberatung tragen dürft und was einfach nur katastrophal aussieht, und davon durfte ich leider auch einiges sehen, dann ist diese Folge genau für dich. Ich bin extrem froh, heute jemanden am Start zu haben, der in Deutschland, weltweit mit seinem Account, mit dem, was er die letzten Jahre aufgebaut hat, wirklich eine Stilikone geworden ist in der Men's Fashion Welt. Und vielleicht einfach mal direkt so raus, was ist denn so das Nummer 1 No-Go, was du beobachtet hast im Männer-Style-Bereich, wenn du jetzt auch an Unternehmensberatung denkst, was einfach gar nicht geht? Lackschuhe. Damit können wir es stehen lassen. Lackschuhe. In der Unternehmensberatung haben sie einfach keinen Platz. Die kannst du abends im Smoking anziehen, aber nicht zur Arbeit. Sehr gut. Wir müssen nochmal zurückrudern. Justus. Wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Vielen Dank überhaupt erstmal für die Einladung. Mein Name ist Justus Hansen. Ich habe die letzten 6 Jahre damit verbracht, meinen Instagram-Account aufzubauen. Und Instagram-Account aufbauen, damit meine ich, im Bereich klassische Männermode gibt es weltweit 2 Accounts, die größer sind. Ich habe jetzt mittlerweile fast 400.000 Follower generiert. Und im Deutschlandbereich gibt es keinen, der sowas macht in der Richtung. Das habe ich die letzten 6 Jahre gemacht. Dieses Wissen, was ich mir da unter anderem aufgebaut habe, im Bereich Kommunikation, souveränes Auftreten, bin ich jetzt gerade dabei, mit meinem Geschäftspartner Noel zu transferieren, und beraten jetzt Informatiker und bereiten die darauf vor, beruflich wie auch privat, von der Kommunikation so stark zu werden, vom Auftreten her, von der Persönlichkeitsentwicklung, dass sie gemacht sind für die nächsten Karrierestufen. Coole Sache. Also das ist ein bisschen mehr als einfach nur den IT-Nerd in einen Anzug zu packen, der ihm passt. Auf jeden Fall. Er arbeitet da wirklich mit den Leuten. Aber in der Folge soll es mal darum gehen, ein bisschen einen Style Guide zu geben. Also im Grunde, wenn jetzt jemand vorm Praktikum steht, in der Beratung schon ist, und da haben wir uns alle irgendwann mal die Frage gestellt, was geht nicht. Lass uns mal ein bisschen drüber reden, was ist überhaupt, wir fangen vielleicht mal echt bei Null an, was es heißt, eine Männergarderobe aufzubauen. Was ist da, was muss ich da drinne haben und was muss ich da beachten? Das Wichtigste gerade für den Anfang, eine Garderobe aufzubauen, weil man überhaupt keine Ahnung hat, und die hatte ich auch nicht, ist, das so minimalistisch wie möglich zu halten, wirklich. Also, dass man Kleidung trägt, so wie du jetzt, keine großen Labels drauf, wenn dann ein ganz kleines, keine großartigen Muster, dass man mit Grundfarben arbeitet, mit Weiß, Dunkelblau, Dunkelgrün, auch mit Schwarz zum Teil. Eigentlich Sachen so, dass wenn du einen Anruf bekommst, du musst in 5 Minuten zum Flughafen, dass du sagst, alles klar, du wirfst einfach nur Sachen rein, weil alles miteinander kombinierbar ist. Das ist gerade für Männer, für den Anfang, würde ich sagen, das Einfachste, eine Garderobe aufzubauen, weil das ein Grundstock ist, Grundsachen, mit denen du immer arbeiten kannst. Und wie gesagt, einfach kombinieren, schwarze Hose mit weißem T-Shirt, weißes T-Shirt mit schwarzer Hose, dunkelblaues Sakko drauf, weißes Hemd, das Sakko an sich auch vom dunkelblauen Anzug, den du eh immer fürs Business brauchst. Ganz minimalistisch, und daran kann man sich hochhangeln. Dann kann man auch mal ein bisschen verrückter werden, ein paar mehr Muster tragen, aber so, dass das Grundoutfit erstmal minimalistisch ist, keine spannenden Sachen. Weil wir, gerade als Männer, würde ich sagen, punkten da schon insgesamt mit dem Auftreten und nicht mit einem großartig verrückten Outfit. Wichtiger Punkt, ja. Wenn du dich jetzt reinversetzt in einen jungen Unternehmensberater, wir können jetzt hier in der Folge leider nur über Männer wirklich philosophieren, für die Frauen brauche ich nochmal einen anderen Gesprächspartner, wo ich gerne eure Hinweise entgegennehme. Du stehst vor deinem Praktikum, da musst du in der Regel auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und musst dir, wenn du da dann eben Montag bis Donnerstag beim Kunden bist, wirst du da auch mal 2, eher 3 Anzüge kaufen müssen, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Was gibst du den Leuten damit? Was muss ich bei einem Hemd beachten? Was muss ich bei einem Anzug beachten? Also ich würde sagen, die absolute Grundausstattung sind 2 Anzüge, auch wenn ich an meinem Praktikum zurückdenke. Das war noch in der Dresdner Bank damals, im Private Equity Bereich. Da ist das Wichtigste, dass du erstmal den dunkelblauen Anzug dir zulegst. Das ist der absolute Klassiker, und damit kannst du auch eben sehr viel machen. Kommen wir auch nochmal drauf zurück. Ansonsten würde ich dunkelgrau nehmen, Anthrazit, aber kein Nadelstreifen. Das ist ein Statement zu viel, würde ich sagen. Und das Wichtigste, ob das jetzt das Hemd ist, da würde ich übrigens das klassische Weiße empfehlen oder Bengalstreifen, blau-weiß, ganz dünn gestreift, oder so wie das hier dann von hellblaues. Das Wichtigste ist bei beiden, Anzug sowie Hemd, dass der Sitz passt, dass das gut geschneidert ist.
Du musst nicht den teuersten Anzug kaufen, aber du musst einen gut sitzenden Anzug haben. Und das bedeutet, auf jeden Fall ruhig von der Stange kaufen, mache ich auch immer, aber dann anpassen lassen. Weil Kleidung, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist eben dazu gemacht, dass sie 10.000 Leuten passt und nicht dir. Und wenn du diese circa 50 Euro, vielleicht auch weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr, in die Hand nimmst und die Sachen anpassen lässt, so dass sie nur dir passen, dann sieht man das. Man sieht es nicht nur, sondern du fühlst es auch. Und wenn du es fühlst, dann sieht man dir dieses gewisse Selbstbewusstseins-Plus auch an. Und das ist mit das Wichtigste, dass du Kleidung hast, die dir passt, die dir steht, sitzt wie angegossen. Das macht einen Riesenunterschied. Das ist ein schöner Punkt. Wie würdest du vorgehen? Also bei dem, was du da sagst, fällt es mir schwer, mir jemanden vorzustellen, der das Ganze sich jetzt online zusammenbaut. Also von meinem Gefühl her, ich habe auch mal beim Herrenausstatter gearbeitet ein halbes Jahr und Anpassungen waren da gang und gäbe. Würdest du den Leuten sagen, geht raus, geht in ein Kaufhaus, lasst euch beraten? Ist das auch das, was du mitgibst? Ich möchte dann niemanden schlecht reden, aber ich würde sagen, Kaufhaus in die Richtung, je nachdem, welcher Altersklasse der Berater, die Beraterin ist, würde ich drauf hören. Aber eher, dass man online einfach mal schaut, was gefällt mir überhaupt, was gibt es und sich daran entlanghangelt. Dass man da wirklich guckt, okay, so sind die Schnitte, das gefällt mir, das möchte ich haben. Weil auch da ist das Allerwichtigste zuerst, dass du dich wohlfühlst. Und das trägst du als allererstes nach außen, wie du dich fühlst. Und wenn du dann deinem Anzug stehst, der dir vielleicht unangenehm ist, was du sonst nicht hast, dann sitzt er dir auch nicht. Das ist ein Unwohlgefühl, was man dir ansieht. Kannst du da 2, 3 Adressen mal nennen? Weil also du hast jetzt die Kleidung umschrieben. Du hast gesagt, ey, ein bisschen dezent arbeiten, macht jetzt keinen Sinn, irgendwie Großmarken zu zeigen oder so. Das ist völlig fehl am Platz. Über Uhren können wir auch in der Folge, da hast du auch viel Know-how, können wir auch mal sprechen. Das ist auch ein super spannendes Thema als Unternehmensberater. Ja. Aber kannst du Adressen nennen, wo man einfach die Online-Suche mal beginnt? Ich denke immer, ein ganz guter Punkt ist Suit Supply. Suit Supply. Genau, ist eine gute Marke. Und da ist auch ein ganz guter Tipp, würde ich behaupten, dass du dir anschaust, was für Kombinationen tragen die Models auf den Fotos. Weil letztendlich wollen sie ja auch Umsatz machen. Das heißt, sie wollen Outfits präsentieren, die gefallen und die du dir auch an dir selbst vorstellen kannst. Und dementsprechend haben sie attraktive Schnitte. Ob das jetzt in dem Moment so geschneidert ist oder hinten zusammengetaped, ist eine andere Sache. Aber daran kann man sich orientieren, an der Farbgebung kann man sich orientieren. Genau, Suit Supply ist dann eine ganz gute Adresse. An sich auch einfach mal das Thema Anzug googeln. Navy Anzug, Anzug, irgendwie in die Richtung. Pinterest ist an sich auch eine sehr, sehr gute Inspirationsquelle. Instagram natürlich. Und da kann ich auch einladen, sich meine Bilder mal anzuschauen in dem Bereich. Aber auch einfach mal ausprobieren, Google nehmen und mal schauen, was dabei rauskommt. Okay, gut. 2 Anzüge, Basisfarben, der erste dunkelblau auf jeden Fall. Was sagst du zu schwarzen Anzügen, damit wir das auch einmal kurz gesagt haben? Ja, kam auch mal wieder die Frage. Ich persönlich finde ihn gut. Ich mag schwarze Anzüge, aber im Business ist es wohl doch etwas zu, ich will nicht sagen too much, aber zu trist. Es ist nicht der Business-Anzug. Also wenn dann Anthrazit, dunkelblau, aber schwarz, ist nicht allzu gern gesehen. Andererseits, was du aber in schwarz tragen kannst, sind die schwarzen Anzugsschuhe. Zu dunkelblau, auch zu Anthrazit. Ja. Sehr gut. Wir haben damals beim Herrenausstatter gelernt, dass schwarze Anzüge für Beerdigungen sind und das auch immer wieder eingetrichtert bekommen. Es gibt aber, würde ich sagen, auch Ausnahmen. In der Freizeit gibt es welche, wenn sie aus einer dünnen Baumwolle ist, je nachdem, welche Textur der Stoff hat, wirkt das natürlich auch nochmal ganz anders. Aber ich würde sagen, für den Otto-Normalverbraucher bzw. den Einsteiger gehst du damit auf jeden Fall sicher, dass du keinen Schwarzanzug nimmst. Cool, ja. Ansonsten vielleicht meine Ergänzung dazu ist nochmal, du hast gesagt, von der Stange kaufen, vollkommen fein, muss nicht maßgeschneidert sein, auch wenn es da mittlerweile gute Anbieter gibt, die das auch für kleines Geld machen. Das ist aber dann, sollte nicht der erste Anzug sein, das kann man dann vielleicht beim dritten, vierten, folgenden machen. Aber mein Tipp wäre noch das Thema Baukastensystem. Also wenn ich von einem Anzug spreche, dann ist es häufig ein Set aus Sakko und aus Hose in dem Sinne. Und im Baukastensystem hat man zumindest mal die Möglichkeit zu sagen, okay, vielleicht habe ich eine 48er Hose und ich brauche aber, weil ich besser trainiert bin oder weil Corona
irgendwie für 3-4 Kilo mehr gesorgt hat, brauche ich halt einen 50er Sakko. Mhm. So ist auch völlig natürlich. Also sich da das ein bisschen anzugucken und sich vor allen Dingen bei den Größen auch die Zwischengrößen anzugucken. Also ja. 48, 50, das sind so die Standardgrößen. Und dann gibt es einmal, da werden jetzt wenige dabei sein, aber dann gibt es die Halbierung. Und dann zieht man, glaube ich, nochmal irgendwie 2 ab. Mhm. Da gibt es dann 28er, das sind sozusagen kürzere Varianten, aber dafür im Korpus breiter. Und was für viele, die, sag ich mal, über 1,85 Meter groß sind, spannend sein könnte, sind halt die Zwischengrößen nach oben. Also eine ja. 98, eine 102, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen. Also, dass da es wirklich von den Größen her drauf eingegangen wird und dann auch nochmal von den Modellen her. Also, wenn ihr einen guten Berater habt, dann sagt der euch nochmal, okay, du bist ein Typ, der sollte Cinque tragen. Cinque hat generell immer ein bisschen kürzere Ärmel, ein, zwei Signature-Themen, aber die können dann auf Basis von einem Hugo-Anzug, auf Basis von den einzelnen Modellen schon sagen, okay, das passt eher zu deinem Körperbau, zu deiner Statur. Das ist ein Punkt, den ich noch mitgeben würde. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein X-Mal interviewe ich dich. Da bist du auch sehr, sehr versiert, muss ich sagen. Sehr gut. Naja, irgendwas muss man den Leuten ja erzählen. Ne? Man kann ja nicht einfach nur was verkaufen für ein paar hundert Euro. Richtig. Nächster Punkt ist nochmal das Thema No-Gos. Mhm. Du hast mit Lackschuhen angefangen, was ja. ein hartes Brett ist, ja. Die hier auf dem Tisch liegen, ich sehe sie vor mir. Mhm. Aber was siehst du noch? Also ich werde es auch gerne nochmal ergänzen, weil ich da leider auch schon ein bisschen was sehen durfte, aber was ist dir begegnet? Wo sagst du einfach, Leute, macht es nicht, es ist so einfach, es zu vermeiden und auch damit dann viel richtig zu machen. Mhm. Also ich finde an sich, es sind einmal die Extreme, also wirklich schlecht angezogen oder völlig aus dem Kontext, das heißt irgendwie schlabriger Pulli, nicht sitzende Hose, irgendwelche ausgelatschten Sneaker. Ich habe mich mal mit einer Dame aus dem HR oder aus dem Profiling unterhalten. Sie meinte, sie hatten mal einen Bewerber, der hatte sein Hemd in die Unterhose gesteckt, was man dann auch gesehen hat bei einem Bewerbungsgespräch. Das Hemd war nicht gebügelt. Gebügelte Kleidung ist auf jeden Fall ein Thema. Das kann man ganz leicht beheben. Und es ist dieser optische Eindruck, auch gepflegt sein, ungepflegt sein, ist ein absolutes No-Go. Dass man regelmäßig duscht, dass man sich die Fingernägel schneidet. Das sind natürlich Sachen, die siehst du erst auf den zweiten Blick irgendwo, aber es sind Sachen, die doch einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Ansonsten übermäßig bunte Krawatten in die Richtung. So, da gibt es Papageien, kleine Katzen, die mit Wollknödeln spielen. Also da habe ich alles wirklich schon gesehen. Und dann sich, ja, dann over the top, also Haare nach hinten, die Lackschuhe, da habe ich mit Noel noch drüber gesprochen, Nadelstreifenanzug, also wenn du dich völlig außerhalb deines Kontexts bewegst, Kontext ist dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dann wird es schwierig. Und ob das jetzt der Ausschlag nach unten oder Ausschlag nach oben ist, ist in der Hinsicht nicht allzu wichtig, sondern damit zeigst du einfach, hey, es ist mir egal, es interessiert mich nicht oder ich kann es nicht und alle drei Dinger sind nicht so gut. Ja, verstanden. Kann ich nur unterstützen, ja. Also es ist wirklich teilweise die Körperpflege. Wir hatten das selbst schon in der studentischen Unternehmensberatung. Das waren Top-Leute, ja. Das waren echt smarte Köpfe. Die waren auch ein bisschen ja. Richtung IT gehend, muss man sagen, Wirtschaftsinformatik oder reine Informatik. Und total geil, mit denen zusammenzuarbeiten, aber super unangenehm, sich denen zu nähern. Und da war ich damals Vorstand und musste auch jemandem wirklich zweimal sagen, ich schmeiß dich hier raus. Wenn du nicht, also wenn du das nächste Mal ungeduscht kommst. So, wenn man einfach sieht, du bist durchgeschwitzt, deine Haare wurden seit 2 Tagen nicht gewaschen. Wenn man das sieht, so, es geht einfach nicht. Ja. Und das hat nicht mal was mit Kundenkontakt zu tun gehabt damals, sondern das war noch in unserem Rahmen in der Projektarbeit. Und der hat es hingekriegt, der hat die Kurve gekriegt. Und es war super wertvoll für den. Und deswegen auch wieder studentische Beratung, was ich oft anspreche, wo ich viel mitgenommen habe, aber wo man auch, glaube ich, sagen muss, wenn er diesen Filter nicht gehabt hätte, dann wäre ihm das irgendwann im Beruf passiert. Und das hätte dafür gesorgt, dass er in einer Kiste ist, wo gar nicht so direkt, also die meisten machen das dann einfach nicht. Die meisten nehmen das dann einfach hin, distanzieren sich und sagen, nee, also der ist, geht gar nicht. Ja. Und ich will mich da jetzt nicht hochloben, aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt war, ihm das sehr klar zu sagen, dass er die Kurve auch kriegt und dann hat er es hingekriegt. Dann hat er sich gescheite Kleidung gekauft, dann hat er sich jeden Tag oder wann nötig die Haare gewaschen, so wirklich ganz banale Dinge, die ihm sonst das Genick gebrochen hätten. Genau, aber man muss aber auch dazu sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht alles von Anfang an weiß, absolut gar nicht. Man muss nur kritikfähig sein. Ja. Man muss es eventuell auch zum gewissen Grad dann selbst erkennen und dann auch etwas dran machen, dann arbeiten. Und wenn man auch erkennt, dass man daran keine Kompetenzen, keine Interessen, keine, hat, dann
hol dir Hilfe, dann sprich mit jemandem, ob das jemand aus dem Bekanntenkreis ist, ein Coach, aber mach was, weil es wäre sehr schade, wenn deine Kompetenz aufgrund anderer Einflüsse gemindert wird, was absolut gar nicht sein muss. Absolut. Voll bei dir. Also immer, in der Regel immer smarte Köpfe auch dahinter. Genau. Lass uns nochmal über das Thema Brillen vielleicht reden und über das Thema Uhren. Mhm. Starten wir mit Uhren. Ja. Hast dich in den letzten Jahren durch Instagram, durch das Fashion-Thema auch super viel in so Geschäftsführerkreisen bewegt, hast damit Leuten, die eben auch für Mode ein Auge haben. Ich glaube, du warst da mal mit der GQ auch unterwegs, genau, teilweise Shootings und so. Wir haben echt coole Sachen gemacht und in dem Sinne, wie ein Top-Management-Berater halt mit diesen Leuten gesprochen. Dann nicht über, wie senken wir deine Kosten oder wie machen wir die nächste Marketingkampagne, aber über das Thema Style, über das Thema Lifestyle, über Autos, was auch immer. Was ist dir da aufgefallen? Wie wichtig, vielleicht auch mal dieser Mythos, wie wichtig ist es, eine teure Uhr zu tragen? Also wenn man sich, ich glaube, dass es Bill Gates eine Casio trägt, wenn man sich das mal anschaut, es ist wichtig, ist es so gesehen nicht, dass das Gesamtbild eines Menschen, der Gesamteindruck ist extrem wichtig. Uhren sind unter anderem eine Sache, die sind schön und unterstützend, würde ich behaupten. Die Uhr eines Mannes sagt schon viel über ihn aus. Interessierst du dich überhaupt dafür? Wenn ja, was trägst du? In der Hinsicht kann man sein Bild in gewissem Grad unterstützen. Aber auch da, es gibt Liebhaber und Leute, denen es nicht wichtig ist. Was aber wichtig ist zu beachten, ist, dass man sich auch da im Kontext verhält. Also wenn du jetzt ein Praktikum machst und du sitzt da mit den Leuten mit einer Vollgold-Rolex am Arm, dann wirst du schief angeschaut. Und auch so würde ich mal behaupten, ja. aber wenn du an sich, auch Rolex ist zum Beispiel ein Thema, es gibt Firmen, gibt Konzerne, wo in einem Meeting 9 von 10 Leuten eine Rolex tragen, wo es auch absolut in der Hinsicht dann angebracht ist, nicht schlimm ist, wenn du eine trägst, aber es gibt auch einfach Firmen und Bereiche, wo keiner eine teure Uhr trägt und dann stellt sich halt die Frage, möchtest du derjenige sein, der eine trägt, stört es dich? Und selbst wenn es dich nicht stört, stört es vielleicht die anderen, weil das Arbeitsklima dadurch zum gewissen Grad ja auch beeinflusst sein kann, was irgendwo zum gewissen Grad absurd klingt, aber es kann Thema sein. Ein gewisser Sozialneid ist, was solche Luxusgüter angeht, auf jeden Fall auch ein Thema, gerade auch in einer Zeit wie jetzt, wo es kriselt, wo viele Leute auch, ich würde sagen, um ihren Job bangen und nicht ganz sicher sind, Kurzarbeit. Und wenn du dann eine Uhr trägst als Äquivalent zu einem Auto, dann kann es schwierig sein. Deswegen würde ich sagen, die Uhr sagt so viel über dich aus, wie du möchtest, dass sie etwas über dich aussagt. Ja. Was empfiehlst du Einsteigern oder jungen Beratern für eine Uhr zu tragen? Mhm. Womit sollten die starten? Sollten die überhaupt über das Thema nachdenken? Mhm. Ich würde auch da sagen, je nachdem, ob es dich interessiert. Wenn es dich interessiert, dann und da kommt es auch auf dein Budget drauf an. Ich würde sagen, oberklassiges Einsteigermodell ist die Omega Speedmaster zum Beispiel, da sagt man sich Omega, ist eine tolle Uhrenmarke, ist eine Uhrenmarke, die von vielen gekannt wird, aber das Preisschild nicht gekannt wird. Das ist bei Rolex anders, jeder hat eine gewisse Vorstellung, was eine Rolex kostet, selbst wenn man bei 4.000 Euro ansetzt, was irgendwo in der unteren Range beginnt, ist das schon eine Aussage und das kannst du bei einer Omega, können das viele nicht. Jaeger LeCoultre ist für mich auch eine unfassbar schöne Understatement-Uhrenmarke, tolle Uhrmacherkunst, aber ganz, ganz viele können das überhaupt nicht einordnen. Da würde ich sagen, ist Omega eine sehr, sehr gute Adresse. Ansonsten, es gibt auch viele tolle deutsche Uhrenmarken wie Glashütte, Junghans, es gibt Steinhardt, ist eine super tolle Uhrenmarke, produziert tolle Qualität zu zwischen 500 und 1.000 Euro, also da gibt es echt eine Menge. Cool, ja, ich glaube, du bespielst es auch auf deinem Account ganz gut und wir reden ja nochmal kurz über deinen Account gleich. Ja. Ich werde immer wieder gefragt in meinen Interviews, Moritz, was trägst du da für eine Brille? Und du warst derjenige, der vor, weiß ich nicht, 5 Jahren mal, das machst du auch heute noch regelmäßig, weil du danach gefragt wirst, geschrieben hast, Oliver Peoples, Riley R. Ja. Und so habe ich meine Brille erst recht spät gekriegt, so oder gebraucht, muss man sagen, im Studium. Mhm. Und okay, wenn ich mir eine hole, dann hole ich mir so eine. Ach, Idee, cool, das freut mich. Und bin da immer noch großer Fan von Oliver Peoples heute. Ja. Ja, aber sag gerne mal was zum Thema Brille. Trägst du sie nur, um intelligenter zu wirken? Lustig, das werde ich ganz häufig gefragt und das ist für mich überhaupt gar nicht die Option. Also ich würde niemals eine Brille tragen, wenn ich sie bräuchte. Ich trage Brille, seit ich, glaube ich, 15 bin, 16 bin.
Und damals war das noch eine quadratische. Und irgendwann habe ich halt meinen Rahmen gefunden. Das kam auch unter anderem durch den Film American Psycho. Patrick Bateman. Genau. Da kommt er einen in den Raum rein und sagt, das ist Marcus Halberstrand. Wir werden immer verwechselt, weil wir beide eine Vorliebe für Valentino-Anzüge und Oliver Peoples-Brillen haben. Und das war so ein Moment. Oh, wo kriegt man die? Ja, und war ich mit offen. So tolle Sachen. Ich muss werden wie er. Ja, ja. Das ist also Faszination das und Angstfigur zugleich. Ja, richtig. Und ich habe dann eine gefunden, das war die Riley. Mir war wichtig, dass sie zum Beispiel nicht über die Augenbrauen geht, weil ich finde, da wirkt eine Brille zu groß, dann ist sie zu einnehmend. Und da passt mir halt Oliver Peoples auch am besten. Ich mag, dass sie der Erfinder des runden Rahmens sind. Dementsprechend war es für mich klar, Oliver Peoples, ja. Und bleibt seitdem bei der Marke. Was kannst du noch empfehlen an Brillen, wenn man sagt, ich habe mir das mal angeguckt, aber so wie ihr zwei will ich nicht aussehen, muss aber trotzdem eine Brille tragen. Was kannst du da mitgeben? Im Prinzip einfach mal in einem Laden schauen, online auch schauen und gucken, was einem taugt. Also das ist sowieso das Allerwichtigste, dass man sich orientiert, aber nicht verkleidet. Wenn dir die Brille gefällt, super, schau danach. Wenn sie nicht in deinem Budget liegt, guck nach Alternativen, kreativ werden. Aber an sich, auch da gibt es unfassbar viele Marken. Die Eigenmarke von Mr. Specs finde ich persönlich ganz gut. Die haben was. Co-Optical ist eine super Marke. Super preiswert, tolle Qualität. Cool. Ja. Justus, vielen lieben Dank für deinen Input. Gerne. Abschließend, wenn man sagt, das war spannend. Wir haben es mittlerweile schon etliche Male eingeblendet für die Zuschauer und für die, die beim Podcast mit dabei sind, haben wir es in die Shownotes gepackt. Aber sag gerne nochmal, wo kann man mehr über dich erfahren? Wirklich inhaltlich mehr, auf jeden Fall bei LinkedIn, mir dort schreiben, ich antworte gerne. Die Diskussionen dort sind an sich auch höherwertiger als bei Instagram. Wer aber den bildlichen Content sucht, natürlich auch bei LinkedIn, aber größtenteils mit über 2000 Uploads bei Instagram. Sag gerne nochmal deinen Namen für diejenigen, die es, wie heißt du da bei Instagram? Justus F. Hansen. Nice. Justus, vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, das hat schon viele Fragen in meinem Kopf gelöst, danke, hoffentlich, dann bist du eingeladen, auch weitere Fragen unter dem Video oder an uns zu richten, ja, wenn da genug zusammenkommt, setzen wir uns auch gerne nochmal zusammen und klären das, weil ich glaube, das Thema Style ist leider auch hier bei In-Up-Out noch ein bisschen underrated, ich habe da zu wenig gemacht, weil ich da ungern mit so einem Halbwissen reingehen wollte, aber Justus ist jemand, der da wirklich eine Passion aufgebaut hat und auch extrem viel zu sagen kann. Deswegen checkt gerne weitere Videos auf dem Kanal und lasst eure Fragen unter dem Video, schreibt sie uns. Freue ich mich sehr drüber. Danke, dass ihr am Start wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting.